So, da sind wir wieder. Es geht weiter bei Infinite, hier aus der Bank. Und wir haben den Riss schon gefunden, aber irgendwo treibt sich da drin noch ein böser Krähenmann rum, der uns seine kleinen gefiederten Freunde auf den Hals setzen will. Aber nicht mit mir. Der wird sich gleich noch wundern. Und ich habe eine schöne Jacke, glaube ich, gefunden. Wenn wir eine neue Waffe aufheben, wird die alte ein geisterhafter Verbündete dies... Wow! Das war ein bemerkenswerter Sprung. Wo bist du, hä? Ich dachte, er kommt jetzt, aber er ist noch nicht da. Der Krähenmann. Gottverdammter Betrüger! Da ist er. Oh, ich sehe mir auf die Nerven geht. Munition! Hier! Hier, das wird helfen! Autsch! Oh, ich bin so schlecht im Zielen. Wenn das kein Headshot war, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es hat sich ausgekrält. Aber ich glaube, ich habe ihn erschossen und hat kein Loot gedroppt, weil er sich gerade wieder in Krähen verwandelt hat, dieser Mistkerl. Boah. Ich bin absolut kein Fan der Krähenmänner. Alter, diese Bank ist riesig. Ich habe es schon mal gesagt, aber... Ja, gehen wir mal hier rein. Okay, ist auch nicht besser. Schauen wir uns erstmal den Riss an. Oder erstmal die Schränke hier. Vielleicht gibt es noch hier was, was wir mitnehmen können. Wow. Wurde das hier alles geplündert? Es sieht ein bisschen danach aus. Fink. Ist das eine Uhr mal gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, diese Bank ist riesig. So, schauen wir uns mal den Riss an. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Ja, es wird immer verrückter. Und ich denke mal, mit den zwei... Was? Ist Lutice gemeint? Und ihr Bruder? Also, die beiden Lutice-Zwillinge? Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Okay. Wo genau Elizabeth dann her ist, wissen wir aber auch noch nicht. Ist das Lady Comstock, die hier so rumschreit? Hier ist alles leer. Alles schon geplündert, wie es aussieht. Ich denke mir, wer immer auch da so rumschreit, den werden wir schon kurz begegnen. Dauert nicht mehr lange, bis wir ihm begegnen werden. Hey, was war? Nimm Repetierer. Ach, hier. Muss jetzt nicht sein. Ich schaue noch schnell in den anderen Raum und dann gehen wir mal zurück. Da gab es ja noch einige ist jetzt, glaube ich, übertrieben, aber ein paar andere Räume noch in der Bank hier. Ah, da ist tatsächlich noch ein... Okay, alles Lüge, hab's verstanden. Kriegst du es auf? Einer muss Schmiere stehen. Oh, darum Voxophon. Erledigt. Yay. Lutis sagt...
Der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen, aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Okay. Komme ich hier wieder zurück? Nein? Wie komme ich dann hier raus? Oh, okay. Da ist sie ja schon wieder. Weniger reden, mehr sterben hier. Dass ich die Panzerfaust hab, sonst hätten wir schon... Wir haben sie fast. Ich habe nichts. Ist okay. Ich habe Munition. Boah, okay. Die werden wir erstmal wieder los. Die verrückte Geistermutter von Lizzie. Meine Güte. Nee, die muss ich jetzt wirklich nicht immer haben. Vor allem, wenn sie unsere ganzen Gegner hier wiederbelebt. Nicht wirklich der Fan davon. War hier nicht irgendwo noch Salz? Ich dachte, ich hätte hier gerade ein Fläschchen Salz gesehen. Aber egal. Ich muss noch mal kurz in die Bank hinterschauen. Hier war's. Weil da waren, glaube ich, noch ein paar andere Räume. Hier, genau. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Hier oben war ich noch nicht. Moment. Moment. Hier waren wir definitiv. Hier war nämlich der Krähenmann dann. Aber hier waren wir noch nicht. Hm. Interessant. Wir könnten das öffnen, aber mehr nicht. Oh, da ist ja Lady Comstock. Ja, das ist ihr Kleid, wie es aussieht. Es war auch am Luftschiff des Propheten. Ja klar, da hat sie sich umgezogen. Und das war ja auch noch Lady Comstock benannt, das Luftschiff. Okay. Der hat da noch ein bisschen Kohle. So, einen Moment. Ich muss mal schnell davor schauen. Ich weiß, das war erst verschlossen und da sind wir dann hier rausgekommen. Aber hier, glaube ich, waren wir noch überhaupt nicht. Oh ja, hier gibt es auch noch einiges an Geld. Oh. Und wenn wir uns da schöne Sachen davon holen können, dann sammle ich das gern noch alles für mich hier auf. So. So, jetzt fehlt uns nur noch ein Riss. Halt, Moment. Ah, hier noch. Genau, hier wollte ich noch hin. Ein Riss fehlt uns noch, dann wissen wir wahrscheinlich mehr Bescheid. Aber wo Elisabeth herkommt eigentlich, wissen wir immer noch nicht so recht. Schlossertasche. 30 Dietriche wieder. Ich glaube, da brauche ich lange Zeit keine mehr kaufen. Oh. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Durchschnitt, was das Finden von Dietrichen angeht. Halt, Moment. Klingt so, als ob es aufgeht, aber es geht nicht auf. Hier kommen wir weiter. Halt, Moment. Hier wäre gerade noch was. War wohl das Ding hier. Ist da wer oder ist das eine Leiche? Ich gehe da gleich. Ah, sieht nicht gut aus. Ach nee, ja, ist eine Leiche.
Der ist erschossen worden hier. Also mal sehen. Tippe drei Buchstaben für Stimme. Was, wo ist drei das? Buchstaben? V-O-X. Los, die Schreibmaschine. Okay. Hier scheint die Glyphe zu sein, wirklich? Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Gerne. Oh, hier. Ist klar, das ist wohl das Vox-Versteck mitten in der Bank. Die Bank ist auch ein ungewöhnlicher Ort, aber da würde auch nie jemand nachschauen nach Vox. Denke ich mal. Und die hatten wohl hier einen Sympathisanten drin. Vielleicht war es ja auch er hier. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, wo sie das gelesen haben will. Hier steht nämlich nur Horda. Was ist das hier? Das könnte der Code gewesen sein. Wie auch immer, wir haben unser kleines Versteck gefunden. Wow. Silberbahn, Goldbahn. Hier. Gerne doch, Infusion. Und wir nehmen unser 10. Schild. Ich habe Geld gefunden. Ich fühle mich schon besser. Yay. Und ein Voxophon. Ich weiß, der Prophet ist ein Lügner. Aber das kann nicht sein. Ich weiß, der Prophet ist ein Mörder. Aber das kann nicht sein. Denn wenn die Zukunft nur in der Vorstellung Gottes existiert, wie kann er sie solch einem Monster offenbaren? Tja. Das geht. Das ist diese teuflische Wissenschaft, diese gottlose Wissenschaft, so hat sie, glaube ich, gesagt. Da hat doch Häuser Bescheid. Hat nicht so viel mit Gott zu tun, wie man vielleicht zu meinen glaubt. Ups. Das war eine Lex, oder? Kann bei übermäßigem Konsum leckend wirken. Oh. Okay. Noch nie gesehen, die Animation von der Kraft. Ich dachte mir gerade, was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Was auch sehr ekelhaft ist das hier. Wenn er mal seine Hand wieder hebt, dann sieht man das. Da hat er so ekelhafte Tentakel-Saugnäpfe. Ein sollten wir mitnehmen. Oh. Ach, eine Tasche. Ich habe leider 30 Stück voll. Getriebekopf, ein neuer Hut. Du wirst schwieriger zu entdecken und sein und von automatisierten geschützten Zeppelin und motorisierten Patriots. Muss jetzt nicht sein. Ich will mal wieder die Waffen wechseln und so eine schöne Geisterwaffe bekommen. Wenn ich dran denke und wenn nicht gerade eine in der Nähe liegt, dann mache ich das hoffentlich mal. Bin ich nämlich schon gespannt, wie die uns helfen werden. Ah. Kohle, Banane. Au. Sieht schmerzhaft aus. Lampe im Rücken. Ah. Hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Ich schaue noch kurz nach. Optional, finde den Vox-Code. Du hast eine Vox-Chiffre gefunden. Dann ist es doch noch nicht fertig? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist noch in unserem Tagebuch drin und ich habe die Chiffre auch nicht gefunden. Also für mich, außer das ist die Chiffre, die hier liegt, auf das dieses Columbia-Kritzel auf dem Zettel hier. Aber ansonsten, ja, bin ich überfragt, was das angeht. Ich würde sagen, verziehen wir uns mal aus der Bank, weil jetzt, glaube ich, haben wir wirklich alles gelootet, was hier geht. Und mal fett Kohle abgesahnt. Und davon, glaube ich, kaufe ich mir noch ein paar Aufwertungen. Vor allem, wenn unsere Geisterlady hier zurückkehrt. Ja, das tut sie besser nicht, aber sie... Ja. Ich glaube, da scherzt sich nichts drum. Die kommt auf jeden Fall wieder. Die haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Na, ich mag die Bank nicht. Zeit zu gehen.
Das hatten wir schon gelesen, genau. Die Bank des Propheten. Ich frage mich dann, wo Elisabeth überhaupt herkommt. Von wem sie gezeugt wurde. Wurde sie überhaupt gezeugt? Ah, so viele Fragen. Ich bin gespannt, ob uns noch gleich ein Empfangskommando erwartet da draußen. Der Platz wäre natürlich wie gemacht. Noch nicht. Dachte, ich hätte Raben gehört. Warte mal kurz, ich schaue nochmal. Finde den Voxcode. Ist das jetzt erledigt oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Es hat kein Sternchen da, aber das muss nichts heißen. Ich gehe jetzt nochmal schnell zu dem Automaten hier hin und kaufe mir ein paar schöne Dietriche und sowas. Nicht Dietriche. Das hier, genau. 3247 Münzen haben wir. Nicht schlecht. Kaufen wir uns erstmal den Sog-Boost. Die Absenderhilfe. Die Dauerhilfe. Oh. Fast. Müssen wir noch wieder ein bisschen was sparen. Macht aber nichts. Brauchen wir Geld? Hier. Schön, immer nachdem wir eingekauft haben, kommt Elisabeth sofort mit ein bisschen Kohle um die Ecke. Finde ich gut. Finde den letzten, das machen wir. Oh. Das schaffen wir jetzt auch noch. Und da haben wir wieder das Flüstern gehört. Das Flüstern von Lady Comstock. Und ihre creepy Fußspuren. Vielleicht in dem Haus hier, wo wir vorher nicht weiterkommen. Nee. Falls hier was ist, weiß ich nicht, wie wir weiterkommen. Das letzte, ich weiß leider nicht, wo der letzte Riss sein soll. Waren wir hier schon drin? Das sieht so. Oh, die Bar kommt mir bekannt vor. Hm. Ja, und er ist immer noch hier. Hier, das wäre doch so wie gemacht für so eine Voxgrube. Oder Chiffre. Laden wir mal unsere Panzerfaust nach. Hey, hier ist noch einiges, was wir mitnehmen können. Da hat Glätz. Da hat gerade irgendwas geglänzt. Spinne ich jetzt? Okay. Ich spinne. Nee, ich finde hier nichts. Ich dachte, vielleicht wäre es hier gewesen. Aber hier ist doch keine Chiffre. Sieht nicht danach aus. Das Salz, glaube ich, brauche ich auch nicht. Oh, Revolvermuni. Gerne doch. Hat sich der kleine Besuch hier nochmal gelohnt. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir noch hin müssen. Okay, folgen wir einfach den Spuren. Gar nicht creepy. Ich weiß, wir müssen dahin zum Fotogeschäft. Ich habe bloß gerade irgendwas gehört aus der Richtung hier. Ich dachte, ich schaue mal kurz hier hin, aber zum Teufel. Du kleiner Drecksack. Lässt du dich nicht ziehen, hä? Mist. Diese unsere Krähen voll rein. Finde ich gut. Er hat ein Flakgeschütz. Nicht mehr lange. Medizin.
Gott! Danke, Elizabeth. Oh, ich habe gerade gesehen, wir haben fast kein Leben mehr. Es tut mir leid. Bisschen verkackt. Wer ist da? Ich hab noch nichts. Da sind zwei Typen mit Flakgeschützen. Hier, Munition. Laufen, laufen, laufen. Okay. Hier, bitte. Na, komm her. Mehr hab ich nicht. Salze, hier, bitte! Ja, Salz. Okay, jetzt hat sie aufgehört, weil wir nicht im Kampf sind. Kriegen wir doch keine Salze mehr von dir. Na toll. Alter. Waren jetzt drei Gegner und die haben mich fertig gemacht. Muss man so sagen. Weil ich nicht aufgepasst hatte. So schnell kann es gehen. Ach ja, schön. Ich habe aber hier noch was gesehen. Hier war irgendein Laden offen. Ich glaube, der war vorher noch nicht offen, oder? Ah, doch, der war offen. Yep, der war offen. Finden wir hier noch was zu essen? Ich könnte jetzt echt ein Erste-Hilfe-Paket noch vertragen. Hätte ich jetzt wirklich nichts dagegen. Oder ein paar Äpfelchen. Ich glaube, da werden wir aber kein Glück haben. Ah, hier liegt noch ein bisschen Loot. Vielleicht ist da noch was zum Heilen drin. Nee, Pistolen. Nee. So, dann würde ich mal sagen, wir schauen in dieses Fotogeschäft rein. Elizabeth, hilfst du mal? Sieht einfach aus. Bitteschön. Oh, das sieht sehr einfach aus, weil hier schon der Riss zu sein scheint. Aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. So, wir haben aber noch, immer noch keine Hand. Dankeschön, Boxophon. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Tja. Surprise, surprise. Anscheinend doch nicht. Schön viel Fotoausrüstung hier drin. Okay. Hier ist aber nichts, was wir noch finden oder mitnehmen könnten. Tennisschläger. Passover Eagles. Warum nicht? Ich glaube, wir haben eh welche verloren, weil wir gestorben sind. Das zweite Mal, glaube ich, war das jetzt. Aber nicht durch einen Sniper diesmal. So eine Schrotflinte. Okay, ich glaube, mehr gibt es hier wirklich nicht. Keine Boxglyphen oder so. Ich glaube, wir haben das dann wirklich geschafft, optional. Hoffe ich einfach. Falls nicht, hole ich das vielleicht nach. Wenn ich kann, dann finde ich das noch im Nachhinein. Okay. Wir müssen zurück, würde ich sagen. Zurück zu Comstocks Haus. Wenn sie uns lassen. Das ist ja die andere Sache. Die tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ich glaube, jetzt will
Booker auch, dass sie wirklich nach Paris kommt und nicht nach New York. Auf jeden Fall einfach weg. Die Frage ist, wem schuldet Booker irgendwas? Ist das vielleicht Robert und Lutice, die hinter seinen Gläubigen stecken? Ja. Und das soll Elizabeth sein. Sie hat die Statue hat auf jeden Fall ihr Gesicht und ihre Haare und so. Und sie hat den Schlüssel in der Hand. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Ist mir vorhin gar nicht so aufgefallen, weil ich dachte, das wäre eine weitere Engelsstatue, aber sie hat sehr große Ähnlichkeit mit Elizabeth. Mehr als die anderen. Yay. Und da wären wir wieder. Oh Gott, das ist eine riesengroße Mine. Die war vorher noch nicht da. Ich dachte erst, oh, da hat sich nichts verändert. Aber schwer getäuscht. Ihr könnt mich mal. Oh, hier liegt auch einer. Ich glaube, die tun nicht gut, wenn man da rankommen sollte. Rosalind wird es nicht meine Mutter. Und du auch nicht. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Sie ist schon wieder hier. Okay, der ist tot. Der war sehr seltsam. Oh nee. Verdammt. Nein. Wir sind jetzt schon wieder hin. Haben wir sie? Nein. Oh Gott. Ich krieg ihn nicht. Ich hab Munition! Hier, Booker! Danke, wir müssen sie killen, bevor die noch mehr hier aufdeckt. Ich seh zu, ob ich noch was finde. Kleines Problem. Hier machen wir mal eine Geisterwaffe. Schieß, Geisterwaffe, schieß! Macht irgendwie nichts. Wo ist sie jetzt hin? Was muss ich machen? Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich?
Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Danke. Okay, ich schätze mal, die Tür ist offen. Freaky, okay. Ich könnte ein bisschen Obst und so gebrauchen. Unser Leben sieht wirklich nicht gut aus. Weiß nicht, ich bin etwas sprachlos gerade. Oder so mein Kopf da noch drum. Zum. Ja. Um ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert ist. Es könnte durchaus sein, dass es ein anderes Columbia gibt, wo Lady Comstock gar nicht mit. Wo Lady Comstock gar nicht Lady Comstock ist. Okay. Die Türen sind offen. Betritt Comstock Haus. Machen wir mal. Wir sind damit eh schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich schulde dem Mädchen was. Und wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle statt dem Mann in New York, dann soll es so sein. Habe ich doch gewusst, dass Booker seine Meinung ändert. Ja, damit sind wir, wie gesagt, am Ende angelangt, würde ich sagen. Die Folge ging jetzt lang genug, aber das Ende brauchen wir jetzt einfach noch. Und ja, was das nächste Mal hier im düsteren Comstock-Haus, wie es aussieht, passieren wird, das sehen wir dann. Macht's gut bis dahin. Ich bin gespannt. Ciao.